Tag. Willkommen bei der ersten Folge unseres neuen RGC Klimarecht Podcasts. Der Klimarecht Podcast löst unser bisheriges Interviewformat RGC fragt nach ab. Aber wie bisher schauen wir eben wieder hinter die Kulissen für Sie und wir berichten über unter anderem spannende Mandantenprojekte, innovative Dienstleistungen oder wir interviewen Experten rund um die Themen Energie, Umwelt und Klima. Ja, mich habe ich noch nicht vorgestellt. Ich bin Franziska Lietz von RGC und mein Interviewpartner heute ist Benedikt Gerber von Equota und wir unterhalten uns heute über die THG-Quote. Hallo Benedikt, sehr schön, dass du dir Zeit fürs Gespräch genommen hast. Ja, hallo Franziska und vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich sogar der erste Gast für eure Neuauflage sein darf. Ja, das freut mich auch sehr und das Thema ist halt auch extrem spannend. THG-Quote, ich erkläre jetzt nochmal ganz kurz, was das sein soll und dann gebe ich das Wort weiter an Benedikt. Die THG-Quote, die finden wir im Bundesemissionsschutzgesetz und die ist dann weiter ausgestaltet in der 37. 38. BIMSCHV, ist jetzt die Juristenversion. Da geht es um den Handel mit Quoten für, den Treibhausgasausstoß von Kraftstoffen. Und die gibt es schon seit 2015. Bisher waren im Wesentlichen eben die Mineralölunternehmen verpflichtet. Und jetzt haben sich eben gravierende Änderungen ergeben, wo eben auch ganz viele Dritte, zum Beispiel Privatpersonen und Unternehmen, dort am Quotenhandel teilnehmen können. Genau, also das ist eine Thematik, die sehr in der Entwicklung ist und euer Unternehmen, das ist ein Unternehmen Equota, zielt ja genau auf diese Entwicklungen ab. Ihr seid ja noch gar nicht so alt, ein Jahr etwa. Und deswegen wollte ich erstmal fragen, wie ist denn eigentlich der Background des Ganzen und wie seid ihr darauf gekommen, rund um diese Quote ein Unternehmen zu gründen? Super. Vielen Dank für den Einstieg, Franziska. Und schön erklärt. Ich glaube, das ist gerade für Leute, die noch ganz neu in dem Thema drin sind, wichtig, da nicht zu tief reinzugehen, weil es ist so komplex und verwirrend von außen, dass das ganz schön immer zu Fragezeichen in sich führt. Genau, wie sind wir dazu gekommen oder vielmehr wer? Fatih und Johann, die beiden initialen Gründer, sage ich jetzt mal, von Equota, die mich mit ins Boot geholt haben im letzten Sommer, hatten schon 2020 den Gedanken oder haben gesehen, während ihrer gemeinsamen Promotions- oder ihres gemeinsamen Promotionsstudiums, dass das Thema THG-Quote bzw. Treibhausgasminderungsquote durch das Inkludieren der E-Mobilität eben einfach rasant an Fahrt gewinnen wird. Einfach weil natürlich ein Massenmarkt jetzt auf einmal dahinter steht. Vorher ging es immer um Biodiesel, Biokraftstoffe, Biomethan vielleicht noch, aber das sind ja alles Nischenmärkte, die, sage ich mal, an der breiten Masse meistens vorbeigehen. Und jetzt im Zuge der nationalen Mobilitätsstrategie, entsprechender Ausbau der Elektromobilitätsinfrastruktur und der Verfügbarkeit der Fahrzeuge war dann eben recht schnell klar, okay, das wird ein Thema, das durch die Decke geht. Und als Leute, die sich damit lange beschäftigt haben und immer so ein bisschen affin waren, auch in dem Bereich sich zu tummeln. Ja, Johann hat lange Jahre als Berater Stadtwerke beraten, hat auch die Bundesregierung oder verschiedene Behörden im Bereich vor allem grüner Gase beraten. Wusste er halt schon, okay, das ist halt jetzt hier keine Nischenveranstaltung mehr, sondern wir steuern auf den Massenmarkt zu. Und Fatih ist so jemand, ja, der kommt ein bisschen, der hat früher mal Propolis gehandelt. Also er hat einen Online-Shop für Bienenwachs so ungefähr, dass man sich in den Hals träufelt und was sehr gut ist für das allgemeine, quasi so ein Hausmittelchen, das sehr gut ist für die Gesundheit, sage ich mal. Und ist jemand, der eben schon immer stark dafür war, digitale oder Prozesse zu digitalisieren und Themen zu optimieren und hat halt damals gesagt, naja, dieser ganze Quotenhandel, und so kam ich dann auch dazu, ist ja ends intransparent. Ja, das ganze Thema wird super wird irgendwie gehortet von einzelnen Playern, die am Markt Informationsasymmetrien ausnutzen. Ja, du hast Mineralölkonzerne angesprochen, die natürlich auch immer von ihrer Marktmacht stark profitieren konnten und jetzt auf einmal mit einer Herrschaft von neuen Playern konfrontiert sehen und entsprechend das ganze Thema ja auch nicht mehr so analog abbildbar ist, wie es mal war. Ja, es läuft viel über Broker, es ist alles Over-the-Counter-Geschäfte, alles in der Direktbeziehung. Und ich sag mal, der
der Link, den wir dort hatten, war einfach, dass Johann auch gesagt hat, okay, wir möchten das Ganze digital abbilden, haben immer gesagt, wir möchten das, möchten eben es auch schaffen, die Verkehrswende zu beschleunigen mit diesem Thema, ja, weil wir einfach sehen, es ist ein Riesenhebel, ja, es geht um viel Geld, ja, jede Tonne CO2, die Mineralkonzerne jetzt zu viel ausstoßen über ihre Emissionsziele hinaus, die vorgegeben werden von der EU, müssen sie ordentlich Geld hinlegen und können eben stattdessen andere Leute dafür zumindest bezahlen, dass wir einen nachhaltigen Schwenk bei unserem Mobilitätsverhalten oder in unserem Transportwesen hinbekommen. Und wie wir dann wieder zusammengekommen sind, war ganz einfach. Ich habe eine Firma schon mal in dem Bereich mit aufgebaut und Johann und ich haben damals schon viel vertrauensvoll zusammengearbeitet. Und er meinte, du kennst dich im Handel aus, du kennst dich im Portfolio-Management aus und du kennst E-Mobilität. Ich glaube, perfekter Fit für uns alle. Wir ergänzen uns einfach sehr gut. Ja, und haben dann einfach auch gesagt, lass uns eben dieses Visionäre, was der Fatih mitbringt, dieses Besonnene und vertraglich sehr reife und einfach Domänenexpertise von Johann gepaart mit meiner unternehmerischen Kenntnis und auch diversen Marktkenntnissen zusammenschmeißen. Und da ist eine tolle Sache draus entstanden. Und wie gesagt, warum sind wir einfach angetreten? Uns ist es ganz wichtig, sprechen immer so ein bisschen abstrakt von der Demokratisierung der Verkehrswende. Wir möchten eben Unternehmen und Einzelpersonen wirklich beteiligen können und auch denen helfen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja, du hast es eingangs schön versucht, in zwei Sätzen zusammenzufassen und für die meisten Leute bricht sich darauf runter, ach cool, ich kriege für ein Auto x 100 Euro, ja, da steckt ordentlich Geld dahinter, oder bis zu 400 Euro aktuell zum Beispiel für ein E-Fahrzeug pro Jahr, dass ich mir auf Basis der Einsparungen, die das erzielt, gutschreiben lassen kann. Ja, ist ja schön, so ein Punkt. Ja, und da ist aber natürlich die Frage, steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und wir wollen halt einfach den Handelsplatz für das Thema in Deutschland, Europa aufbauen, den man eben nutzen kann, um eben auch in Richtung alternative Kraftstoffe anders zu handeln. Naja, da gibt es auch zerstückelte Marktplätze. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich jetzt an anderen Carbon Schemes teilzuhaben. Aber was wir halt aufgebaut haben, ist eine agnostische Plattform, mit der du theoretisch jede Form von Zertifikate handelbar machen kannst. Und das ist das, was wir aktuell brauchen, solange wir nicht an einem radikalen Systemwechsel interessiert sind. Und den sehe ich, du bist die Rechtsexpertin hier, den sehe ich nicht am Horizont. Ich auch noch nicht. Aber es klingt ja schon mal sehr, sehr spannend. Da sind so viele Wörter gefallen, die ich aber jetzt alle auch noch mal ansprechen möchte, falls unsere Zuhörer denken, sie haben vielleicht was verpasst zwischendurch. Also erstmal wollte ich sagen, ihr seid ja im Markt jetzt schon ziemlich bekannt. Also auch einige meiner Mandanten haben auch schon mit euch gesprochen. Und ich weiß aber, es gibt auch andere Marktteilnehmer, die das Thema auch adressieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade, glaube ich, wirklich eine Sache, die jetzt aufkommt und man schaut dann eben, wer da wirklich die interessantesten Lösungen hat. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne von dir wissen, wenn ich jetzt ein Industrieunternehmen habe und sage, mich interessiert diese Nutzung der Quote, wie genau kann ich das nutzen und was könnt ihr mir da sozusagen für eine Unterstützung bieten? Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Man muss sich nur bei uns melden. Kann sich nur über die Webseite einen Termin buchen. Nein, aber wenn du dich, du hast es schon angesprochen, wenn du dich über die THG-Quote informierst online, findest du ja sehr, sehr viele, mal mehr, mal weniger reichhaltige Informationsquellen. Ich denke, die Nutzung ist dann relativ klar. Man schaut sich an, wer ist da am Markt unterwegs, wer macht irgendwie einen halbwegs seriösen Eindruck. Und wie du gesagt hast, dann geht es so ein bisschen daran, herauszufinden, wie mache ich das eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Es gibt ja auch die Möglichkeit für Unternehmen mittlerweile so etwas selbst abzuwickeln. Ja, bloß Stichpunkt Quotenvermarktung. Große Unternehmen, also Mineralkonzerne, haben jetzt kein Interesse, auch wenn man ein großes, relativ großes mittelständisches vielleicht Unternehmen mit ein paar hundert Fahrzeugen ist, in der Dienstwagenflotte oder auch Ladepunkten, die öffentlich, bei denen öffentlich Strom geladen werden kann durch Dritte. Dann ist es ja trotzdem immer noch die Hürde, wie kriege ich das einfach vermarktet an so einem Konzern? Und dann ist es natürlich am Ende einfach ganz, ganz gut, dass man Dienstleister wie uns einfach ansprechen kann, die direkt mit dem Uber, also mit dem Umweltbundesamt, die Behörde, die hier die Fahrzeugscheine, die validiert werden müssen, um nachzuweisen, dass man Elektromobilität eben entsprechend einsetzt im Unternehmen, auch validiert und die das bestätigen. Und man braucht dann diese Nachweise, also das ist so im Endeffekt die Kette. Man geht mit seinem
der Fahrzeugmenge, ja, das ist dann umgerechnet, wird es auf eine Strommenge, geht man zum Uber, da gibt es dann bestimmte Prozesse, die abgewickelt werden müssen, wo man nachweisen muss, was wurde denn im Jahr 2022 zum Beispiel entsprechend verbraucht. Das kriegt einen Stempel mit einer bestimmten Menge CO2-Einsparung, die dahinter steckt, in Tonnen ausgedrückt. Ja, und mit, die kann man dann vermarkten. Und je größer die Menge ist, wie bei uns eben durchs Pooling, durch sehr, sehr viele TeilnehmerInnen am Markt, die wir schon anbinden konnten, desto einfacher ist es dort entsprechend an Mineralkonzerne oder andere Unternehmen, die eben verpflichtet sind, die Quote zu schaffen oder zu beschaffen, dann heranzutreten und dort gute Preise am Markt erzielen zu können. Also im Großen und Ganzen ist es im Endeffekt, wenn du so möchtest, Erfassung, Validierung, prozessual das entsprechend da sauber abzuwickeln und dann natürlich in den Handel zu gehen, ja, ganz kurz gesagt. Und ich sag mal, wenn man dann das auf die Unternehmensebene runterbricht, dann auch eben zu schauen, was hat das dann für Konsequenzen für mein Unternehmen, ja, und da auch beraten zu werden, also müssen wir da auf irgendwas achten, wie gehen wir da am besten ran, wie können wir das bei uns in die Systeme einbinden, sprich, kann ich da Schnittstellen bauen, mit denen ich eine automatisierte Datenübertragung machen kann, was passiert eigentlich, wer kümmert sich um die Validierung der Daten, ja, wer hat da den Hut auf, wie wird denn eigentlich auch mit entsprechenden Stellen kommuniziert, gibt es da auch die Möglichkeit für Unternehmen, ist es ja manchmal auch interessant im Handel oder so, mit Endkundenmarken da zu spielen und sich zu überlegen, kann ich da nicht auch nach außen treten mit der Thematik oder baue ich Ladeinfrastruktur für Elektromobilität auf oder auch für Wasserstoffmobilität, kann ich das nicht auch nutzen? Genau, und das hat einfach die Relevanz am Ende des Tages, dass das erste Mal in der Geschichte, seitdem wir Öl nutzen für Mobilität, für Verschmutzung tatsächlich in dem Bereich jemand zur Kasse gebeten wird, auch wenn man das sicher nochmal hätte effizienter und anders regeln können, aber wir sind immer noch in einem Kontinent der Bürokratie, in dem es halt darum geht zu sagen, ich zahle dich dafür, dass du eine neue Mobilitätsform förderst oder umsetzt, weil ich krieg's nicht hin, weil ich bin immer noch im alten System verhangen, so aus Sicht der Mineralölkonzerne. Und für eben eure Mandanten ist es dann eben natürlich sehr interessant und relevant, möglichst wenig von den Punkten, die ich eben angesprochen habe, prozessual machen zu müssen. Ja, und das ist genau das, was wir anbieten und was auch andere am Markt anbieten, wo ich aber glaube, dass wir einen ganz entscheidenden Vorteil haben mit einem System, das eben sehr flexibel auch in, wie gesagt, integriert werden kann in die Systemlandschaft unserer Kunden, wo wir auch sehen, dass es von der Integration in CRM-Systeme, also in Kundenmanagement-Systeme bis hin zu ERP-Systemen oder auch Payout-Dienstleistungen, die wir anbieten, ja, wo man dann sagen kann, wir kümmern uns um die gesamte Abwicklung hinten dran. Ihr müsst quasi nicht mal in euren Abrechnungsprozess eingreifen, im besten Fall. Ja. Oder ihr könnt in eurer Gruppe zum Beispiel auch Mandanten verwalten, ja, Tochterunternehmen, mit denen ihr das abwickeln wollt, sodass ihr das sauber auch auf Kostenstellen schlüsseln könnt und. Also sehr stark vom Kunden her gedacht, da denen einfach ein Spiel abzunehmen und hinten raus dann auch zu ermöglichen, wirklich an diesem Markt teilzuhaben, wenn sie das dann wollen im nächsten Schritt. So, jetzt sehr weit ausgeholt. Sehr, sehr weit ausgeholt, aber sehr interessant. Ich habe nochmal eine Rückfrage. Wir waren ja am Anfang da, dass wir sagen, okay, ich kann jetzt diese Quote eben verkaufen, weil es die Mineralölkonzerne nicht hinkriegen, ihre Emissionen quasi zu reduzieren, kaufen sie diese Emissionsfreiheit eben irgendwie Dritten ab. Und es gibt im Prinzip zwei Fälle, ne? Also einmal gehe ich einfach mit der Zulassungsbescheinigung hin und sage, ich habe ein Fahrzeug. Da gibt es ja Pauschalen. Und dann gibt es noch den anderen Fall. Ich gehe an einer öffentlich zugänglichen Ladesäule oder ich habe eine öffentlich zugängliche Ladesäule und messe die Strommenge. Und genau, zu diesen beiden Konstellationen, vielleicht kannst du noch mal erklären in der Praxis. Also einmal kann ich es ja gleichzeitig oder beides zusammen nutzen, wenn ich jetzt sowohl das eine als auch das andere habe und eben auch die Fahrzeuge an der öffentlich zugänglichen Ladesäule lade. Das würde mich interessieren und es würde mich auch interessieren, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich die attraktivere oder zukunftsfähigere Variante von den beiden? Oh, die letzte Frage ist sehr spannend, ein bisschen philosophisch fast. Also erstmal zur Nutzung, es ist sehr einfach, ja, beides, also beides nutzen. Es gibt ein paar mehr Hürden bei der Thematik öffentlicher Ladepunkte. Ja, aktuell ist es nur in der E-Mobilität, das Fahrzeug mit einem Pauschalwert abgerechnet werden, je nach Fahrzeugklasse. Ja, Standard-Pkw, die meisten Unternehmensflotten haben,
werden mit 2000 Kilowattstunden umgerechnet, angerechnet sozusagen, dass sie das an Strom verbraucht haben. Und entsprechend wird das umgerechnet in eine Minderung von Tonnen CO2 pro Fahrzeug, die dann gegengerechnet werden, die man dann vermarkten kann. Bei den Ladepunkten ist es dann in dem Sinne noch einfacher. Diese Tonne wird dann einfach eben auf die Menge, die pro Jahr an diesem Ladepunkt geladen wurde durch die NutzerInnen, umgelegt, und dann entsprechend muss dieser Ladepunkt bei der Bundesnetzagentur entsprechend gemeldet sein, muss entsprechend der Betreiber das sozusagen entweder über den Dienstleister oder selbst bei der Behörde einreichen, und dann der eben skizzierte Prozess geht dann los. Also im Endeffekt kann man immer beides machen. Ja, es gibt rechtlich, kann man auch bei uns nachlesen, oder ihr seid ja sicher auch gut in der Beratung, wie man eben, oder ich weiß gar nicht, ob ihr das auch macht, aber wie man Ladepunkte auch entsprechend anmelden muss, was es da für rechtliche Hürden zu nehmen gibt. Ich glaube, wenn das aus dem Weg geschafft ist, ist es eigentlich sehr, sehr einfach, weil man am Ende des Tages nur noch die Mengen nachweisen muss. Ja, bei den Fahrzeugscheinen ist es immer so ein bisschen, ist so die Krux, zu validieren, ist das ein Zulassungsbescheid, den man da einreichen muss, ne, bei der Behörde. Das ist das, womit das validiert wird. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Also man nimmt den Fahrzeugschein, lädt den hoch, der wird bei uns geprüft. Der nächste Schritt wäre eigentlich so ein Backlink zum Uber zu schaffen und zu sagen, hier wurde dieser Fahrzeugschein schon mal hochgeladen, weil dann wissen wir jetzt schon, ob das hier funktioniert oder nicht. Aber quasi, das ist so, das sind so beides die Stränge, super einfach umsetzbar. Beides auch parallel nutzbar. Das eine eben mit Pauschalwerten bei den Fahrzeugen, bei den Ladestationen wird es dann scharf am Ende des Jahres eingereicht und dann eben validiert, gibt es diesen Ladepunkt, und es wird dann plausibilisiert und stichprobenartig geprüft vom Uber, wurden diese Mengen hier wirklich auch geladen. Ne? Und es kommt so ein bisschen auf das Unternehmen an, mit dem man spricht. Ich denke, für die meisten Flottenbetreiber ist es deutlich einfacher, jemandem wie uns einfach zu sagen, hier, ich habe, keine Ahnung, 50, 500, 5000 Fahrzeuge bei mir im Pool, irgendwann alle elektrisch. Hier sind die Zulassungen, hier sind die Fahrzeugscheine. Lad die bei euch hoch, validiert die bitte. Und ich habe nichts mehr damit zu tun. Bei den Ladepunktmengen muss man halt immer selbst ein bisschen ein Auge drauf halten. Aber da ist natürlich weniger, sagen wir mal, weil die Arbeit bei der Prüfung im Hintergrund. Ach, genau, ja, jetzt so zu der philosophischen Frage. Ja, sorry, das hat mich gerade aufgefallen. Genau, aber nochmal kurz, also diese mit Fahrzeugschein, da kriege ich ja so zwischen 200 und 500 Euro irgendwie raus, ne? So ungefähr, also so pauschal pro Jahr pro Fahrzeug. Was ist denn bei den Strommengen? Wie hoch fällt das denn aus? Also man kriegt pro Tonne, die eingespart wird, aktuell zwischen 400 und 500 Euro am Markt. Tendenz steigend ist aber aktuell die Marktsituation, können wir gerne gleich nochmal drauf kommen, aus verschiedenen Gründen eher ruhig, beziehungsweise auch abwarten und volatil gewesen jetzt die letzten Wochen. Oder abwarten, aber volatil. Von dem, was man bei Ladepunkten bekommt, wie gesagt, es wird immer umgerechnet in eine Menge Strom, die ja verbraucht wurde, also auch bei den Fahrzeugen. Ja, danach bemisst sich ja auch dieser Wert, den man pro Fahrzeug bekommt, weil es ja eben dann 2 Megawattstunden oder 2000 Kilowattstunden sind, die angerechnet werden. Und entsprechend dann umgerechnet kriegt man nämlich pro Megawattstunde 0,43 Tonnen, um ganz genau zu sein, oder 0,431 Tonnen, gut geschrieben als CO2-Minderung, also äquivalent CO2-Minderung, die man dann vermarkten kann. Und da kommst du etwa pro vertankter Megawattstunde auf, sagen wir mal, beim Kunden irgendwo zwischen 160 und 250 Euro raus. Ja, das ist, also je nachdem, wie die Marktsituation sich entwickelt, und die Größenordnung kann man dann annehmen. Das ist dann pro Ladepunkt, wenn man davon ausgeht, dass die 3.000 bis 5.000 Kilowattstunden bei einem gut laufenden Standort pro Jahr haben, können das doch auch einige 100 Euro pro Ladestation sein, die da rauskommen. Okay. Also ist jetzt kein, sage ich mal, preistechnischer wesentlicher Unterschied, der jetzt sozusagen eine Bewegung in die eine oder die andere Richtung schaffen würde. Ne? Also ich sehe ja den Punkt, der Ladepunkt muss ja öffentlich zugänglich sein.
Es ist jetzt noch nicht so viel Geld, dass ich jetzt als Unternehmer den Anreiz hätte, einen nicht öffentlich zugänglichen Ladepunkt öffentlich zugänglich zu machen. Aber ich sage, da kann ich ja nochmal richtig abkassieren. Soweit ist es jetzt an der Stelle wahrscheinlich noch nicht. Ne? Naja, gut, wenn man sich überlegt, wie hoch die Betriebskosten sind für so einen Ladepunkt und wie viel man am Anfang investieren kann, muss, sollte, je nach Station, kann es durchaus sein, dass wenn ich da jetzt, sage ich mal, 600 bis 1000 Euro pro Jahr obendrauf bekomme, dass das ja doch in meinem Business Case pro Station oder dann gleich einen ganzen Ladepark vielleicht habe, doch durchaus eine signifikante Größe ist, mit der ich dann also wie gesagt, diesen besagten Business Case deutlich schöner gestalten kann. Von der Abwicklung für uns als Dienstleister hinten dran ist natürlich, oder insgesamt auch für die Unternehmen, ist es deutlich einfacher mit den Ladestrommengen. Ja, das heißt, meistens siehst du auch am Markt, dass eben dieses Thema Fahrzeuge zu validieren und oder Fahrzeugscheine zu validieren und deren Mengen dann zu vermarkten, die auch teilweise nur kontinuierlich reinkommen, weil dann umgestellt wird auf Elektromobilität und was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ich kann halt mit Ladestrom eine Menge auf einmal vermarkten und habe sie halt, weiß halt direkt. Ne? Bei dem anderen Thema ist es dann so ein bisschen eher Unsicherheiten, dann will man vielleicht unterjährig das Geld haben und. Kriegst du halt nicht so viel Geld und hast einen höheren Abschlag auf unserer Seite, weil mehr Aufwand dahinter steckt. Aber ansonsten hast du eigentlich keine großen preislichen Unterschiede, nein. Okay, und jetzt nochmal weiter zum Praktischen. Wenn ich jetzt als Unternehmen daran teilnehmen möchte, bis wann muss ich dann jetzt irgendwie was tun? Also wie geht's jetzt los? Also relativ einfach, wenn man sich so früh wie möglich bei uns meldet, um eben auszuloten, wie kann das laufen, wie kommt man da zusammen, wie möchte ich so eine Lösung nutzen, desto besser, ja, einfach um das Onboarding sauber aufzusetzen und da unterjährig schon starten zu können. Aber theoretisch wäre eine Registrierung zum 31.12. um 23.59 Uhr möglich. Ja, das ist alles, es wäre nicht zu spät. Aber wir bieten halt neben einem fixen Erlösmodell, wo du kontinuierlich, bei dem du kontinuierlich bei uns verdienen kannst, eben ein zum Beispiel Bestpreismodell beziehungsweise ein erlösoptimiertes Modell, bei dem wir eben jährlich dann vermarkten, wenn wir sehen, okay, auch vom Algorithmus, der dahinter steckt bei uns, ist das der beste Zeitpunkt jetzt, um entsprechend tätig zu werden. Und okay. Da gibt es einfach Zyklen. Und Mechanismen im Handel, die dort eine Rolle spielen. Und da muss man einfach ein gutes Timing erwischen. Das heißt, wenn ich dann mich nicht registriert habe und die Mengen nicht zur Verfügung stehen, dann habe ich natürlich auch nichts, womit ich dann handeln kann. Ja, das heißt, bessere Preise kann ich eben halt auch erzielen, wenn ich ungefähr weiß, was erwartet mich beim Kunden. Ja, und je früher ich das weiß, desto besser. Also theoretisch reicht es bis Ende des Jahres, je früher man sich darum kümmert, aber das umzusetzen, ne, gerade wenn es vielleicht komplexe Unternehmensstrukturen gibt oder so, desto besser, weil wir sehen halt zwischen Erstgespräch und Onboarding kann es variieren zwischen einer Woche, ja, in dem man das umgesetzt hat, bis zu 6 Monaten, wenn es Themen gibt, die geklärt werden müssen. Ne? Es spielt ja auch Datenschutz eine Rolle. Ja, es ist einfach so die Frage, wie ist die Unternehmensstruktur? Aber im Normalfall lohnt es sich sicher, man muss sich jetzt nicht festlegen, aber es lohnt sich dann schon eben zu testen, okay, Wonach ist mir da? Ja. Und von daher, ja, je früher, desto besser für alle Beteiligten, merke ich schon. Okay. Ja, dann hast du jetzt schon gerade angesprochen, dass es da irgendwie unterschiedliche Zeitpunkte gibt, wo man eben am besten handelt. Ich habe dazu jetzt noch die Frage, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich mit dem Handel? Also muss ich mir das so vorstellen, dass er jetzt wirklich Klinkenputzen geht bei den Mineralölunternehmen? Oder gibt es da einen Marktplatz oder gibt es da in Zukunft einen? Genau, es ist schön, dass du es ansprichst. Zukunft oder recht bald wird es einen geben von unserer Seite schon. Also es steckt gerade mitten in der Entwicklung und schon in den Kinderschuhen sind gerade dabei, den MVP, also das Minimal Viable Product sozusagen, das Produkt, mit dem wir den ersten Mehrwert schaffen wollen, wirklich den Handel von offline auf online abzubilden. Da sind wir jetzt dabei, in den nächsten Wochen bzw. Monaten immer mehr Partner onzuboarden, die daran Interesse hatten, auf beiden Seiten. Ja, also wir müssen nicht Klinkenputzen gehen unbedingt, weil wir schon eben durch unsere vorherigen Tätigkeiten ein relativ großes Netzwerk haben, da immer wieder verschiedene Kanäle haben, die wir testen können, um eben bestmögliche Preise zu erzielen. Aber es ist halt einfach ein Schmerzpunkt, ständig die Leute nochmal dann wieder, hier, ich habe eine Menge, was würdet ihr mir dafür bieten bei den und den Konditionen? Und von der anderen Seite genauso, die suchen ja auch kontinuierlich nach Mengen. Ne? Da ändert sich ja auch immer der Bedarf und auch die Bereitschaft zur Zahlung. Ja? Aktuell sehen wir aufgrund der Ukraine-Krise, wollte ich gerade schon sagen, das wird dem ja nicht gerecht, dem Ukraine-Krieg, dem Angriffskrieg von Seiten Russlands,
sehen wir eben auch, der Markt ist ein bisschen in Schockstarre. Ja? Die Energiepreise drehen ja durch. Ihr habt es ja auch an allen Ecken und Enden damit zu tun, wie ich es verstanden habe. Ne? Und normalerweise ist das nicht so, dass die Unternehmen, die da handeln oder die Quoten beziehen, so ihr Cash beieinander behalten würden. Aber es ist tatsächlich gerade so, dass sie so ein bisschen abwarten und sich überlegen, boah, mir wäre es lieber jetzt zum Beispiel erst jetzt zwar den Deal abzuschließen, aber mit Zahlungsziel erstes Quartal 2023. Es kann auch immer mal wieder sein, dass sie da aus der Reserve gelockt werden. Aber aktuell ist es so, der Markt hat Sorge und ist dann so ein bisschen wieder eingeschlafen. Also die Liquidität, die wir die letzten Monate gesehen haben, ist so ein bisschen wieder zurückgezogen worden. Hat auch ein bisschen den Hintergrund, dass aktuell auch diskutiert wird, sogenannte Upstream Emissions Reductions zuzulassen, ja, wo dann verhandelt wird von quasi Vorstufen in der Transport, Wertschöpfungskette auch zuzulassen, entsprechende Minderungen geltend zu machen, ja, kurz gesagt. Das sind alles Punkte, die gerade viel Unsicherheit verursachen. Und wenn du dann keinen Marktplatz hast, wo du weißt, okay, was ist denn überhaupt offen am Markt, dann ist es halt immer, hängt es immer davon ab, wenn man einen transparenten und auch unabhängigen Markt schaffen möchte. Schwierig, weil wir sehen halt, es gibt viele Anbieter am Markt, die haben halt maximal zwei Partner im Hintergrund, an denen die das durchschleusen. Es gibt auch Unternehmen, die Tochterunternehmen, also Mineralölkonzerne, die Tochterunternehmen im Markt haben. Möchte ich gar nicht näher darauf eingehen, aber das ist dann halt so die Sache, ist eigentlich nicht Sinn der Sache, ja, wenn du mich fragst. Und ich möchte das dann halt schon schaffen, dass wir dort einen fairen und, wie gesagt, transparenten und zugänglichen Marktplatz haben, bei dem auch für beide Seiten bestmögliche und faire Preise erzielt werden und auch eben klar wird, dass die Unternehmen daran beteiligt werden und auch das in der Hand haben, früher oder später. Ja, ist sehr interessant. Also vielleicht, wenn ihr diesen Marktplatz dann launcht, können wir ja nochmal drüber sprechen. Es ist jetzt ja erstmal nur ein geplantes Projekt. Das heißt, wir werden dann sehen, wo es hingeht. Ich finde es übrigens, muss ich sagen, seltsam, weil ich eigentlich denke, so eine Quote wurde eingeführt und so ein Quotenhandel ermöglicht, müsste nicht eigentlich das Umweltbundesamt da tätig geworden sein und so einen Marktplatz zu machen. Ich meine, ist ja gut für euch, aber wundert mich eigentlich, dass die Behörden da nicht viel groß was reinstecken im Moment. Naja, gut, also zu dem Thema, ich habe da eben noch das Wort Onboarding gehört. Also es ist jetzt nicht so One-Click-Buy, sondern es ist ein bisschen aufwendiger, habe ich mitgenommen da aus dem Satz. Und ich habe natürlich auch mir dieses Equota-Online-Portal mal angeschaut, in das da geonboardet wird. Es erscheint mir sehr übersichtlich und informativ. Was kann man denn mit diesem Portal noch so machen oder was hat das Unternehmen zusätzlich vielleicht noch, also neben der Teilnahme am Quotenhandel davon, dass die bei euch dann in diesem Portal sind? Ja, hat auf jeden Fall den Vorteil, wie ich schon eingangs erwähnt, dass sie das Kunden auch so ein bisschen als Kundenmanagementsystem nutzen können, an der einen oder anderen Stelle eben auch Verwaltung der Daten vornehmen können, entsprechend auch Stati sehen, wie ist eigentlich die Validierung meiner Mengen fortgeschritten. Auch teilweise, ne, je nach Backend-Betreiber bei den Ladepunkten, also hat man ja auch ein sogenanntes Ladepunkt-Management-System dahinter, ist es auch teilweise nicht immer möglich, scharf zu trennen zwischen privaten und öffentlichen Ladepunkten, welche Mengen laufen eigentlich darüber, das sieht man dann eben bei uns, das ist ganz, ganz interessant, da kann man dann direkt drauf zugreifen, wie gesagt, die Integration in die eigenen Systeme ist da eben bei uns durch eine API, also eine Schnittstelle, die wir anderen Unternehmen anbieten, um eingebunden zu werden, um dann eben eine automatisierte Datenübertragung hinzubekommen möglich. Du hast ein Dashboard mit aktuellem Quotenpreis, ja, tagesscharf aktuell, je nachdem, wie sich der Markt jetzt entwickelt, wird es auch häufiger dann abgedatet. Entsprechend dann auch eben der Zugang zu unserem Handelsplatz wird darüber in Zukunft möglich sein. Wir haben die Möglichkeiten, also wir haben ein mandantenfähiges System, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die Kunden können eben, wenn sie im Konzern sind oder eine Unternehmensgruppe, entsprechend auch sauber ihre Daten verwalten und für die Abrechnung nutzen. Wir haben die Möglichkeit, automatisiert oder händisch Ladestationen oder Kunden zu erfassen und. Also es spricht, glaube ich, sehr, sehr viel dafür, dieses System für sich einzusetzen. Ja. Mhm. Ja, genau, und Onboarding heißt im Endeffekt, je nach Fall
hast du eben, ja, wir haben halt viele Kunden auch, die das ja wirklich als White Label nutzen. Das heißt, wirklich nach außen hin selbst in die Quotenvermarktung gehen und wir bieten einfach die Infrastruktur uns in eben der, wenn du so möchtest, wir sehen uns auch eher als Cleantech-Unternehmen denn als Quotenvermarkter oder als Händler, sondern wir sehen uns eben als der Infrastruktur, der Enabler, sage ich mal, der Infrastruktur-Enabler für unsere Kunden. Und da gibt es eben sehr viele, die dann auch eine Klickstrecke nach außen hin, also eine Formularmaske haben wollen für Neukunden, die sie damit anbinden wollen oder auch für Bestandskunden, die das dann in ihrem eigenen Kundenportal nutzen können. Entsprechend gibt es da dann immer mal wieder komplexere Fälle, in denen du dann schauen musst, wie viel Aufwand steckt denn dahinter, die jetzt das quasi alles für die zum Start bereitzustellen. Ja, das heißt aber im Normalfall kann man auch bei der Essential-Variante unseres Produkts kannst du die so ungefähr übermorgen nutzen. Ja, das ist ja. Was, du sprachst gerade von der Klickstrecke. Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Unternehmen haben was davon? Also sind damit Unternehmen gemeint, die jetzt einen Fuhrpark haben, wo die Mitarbeiter das machen oder Autohäuser, die E-Fahrzeuge verkaufen oder wer ist das? Zum Beispiel Autohäuser, die E-Fahrzeuge verkaufen oder das sind Versorger, die da ihren Kunden ermöglichen wollen, ihren Fahrzeugschein dort, also quasi ihre Quote abzutreten bei ihnen direkt. Das können Handelsunternehmen sein, die das über ihre App anbieten wollen. Das können, theoretisch kannst du da auch als Telekommunikationsanbieter sind wir in Gesprächen, dass man schaut, dass sie ihren Kunden das anbieten, über sie abzuwickeln und entsprechend eben eine Formularmaske anbieten. Also für Fuhrpark im Unternehmen, eher nicht der normale Case. Ah, okay. Deswegen aber dann auch ein einfacherer Anwendungsfall und Spoiler auch günstiger für die dann. Natürlich, ja, du hast weniger Aufwand, weniger Leistung hinten dran. Ja. Okay. Ja, cool. Also da würde ich sagen, schließen wir mal das Thema Elektromobilität kurz ab und gehen nochmal auf die strombasierten Kraftstoffe. Also das ist dann zum Beispiel Wasserstoff oder ursprünglich mal eingesetzter Wasserstoff, der dann zu einem strombasierten Kraftstoff umgearbeitet wird oder auch Kraftstoffe aus Biomethan. Das ist ja auch in der Quote anrechenbar. Und da würde ich jetzt gerne von dir wissen, in welcher Konstellation kann man da denn am Quotenhandel teilnehmen? Also Wasserstofffahrzeug oder Fahrzeug, das mit E-Fuels fährt. Wie würdet ihr das dort mit reinnehmen in der Praxis? Und ja, wer diese Kraftstoffe anbietet, ist der eigentlich Verpflichteter? Also eine Wasserstofftankstelle? Genau, erstmal vielleicht zu der letzten Frage. Nicht unbedingt, erstmal nein, weil es ist derjenige Quotenverpflichteter, welcher die Energiesteuer abführen muss. Ja, das heißt, das Unternehmen, bei dem das hängt, beziehungsweise die Entität, die das dann vielleicht in der Gruppe ist, die ist dann Quotenverpflichteter. Das heißt, wenn man eine Wasserstofftankstelle, eine Biomethantankstelle oder ähnliches betreibt, ist man, bringt man sowas in Verkehr, aber es kann die Quote, die darüber erzeugt wird, über die Menge, die dort vertankt wird, dann entsprechend auch vermarkten. Ja, das ist ganz klar. Es sind nicht Pauschalwerte dann bei den Fahrzeugen, die entsprechend genutzt werden, sondern es geht dann auch wirklich um den scharfen Verbrauch. Ja, da wird es auch auf Basis der Verbräuche der Fahrzeuge ermittelt, aber dann eben wirklich Kilogramm scharfen, sagt man ja. Es wird ja über Volumen dann bei Wasserstoff entsprechend gesprochen und nicht eben über eine Strommenge wie oder halt eben nicht über eine Energiemenge Kilowattstunden wie bei Strom. Sprich, keine Pauschalwerte. Funktioniert eigentlich in der Abwicklung dann ähnlich wie bei der E-Mobilität. Ja, auch von den Prozessen mit dem Uber ist das sehr klar. Das ist gerade was das Thema Biomethan angeht, ist es dann komplexer. Wasserstoff wird dann nicht in der Form so komplex werden, beziehungsweise ist noch nicht so komplex. Ja, steckt erst wirklich in den Kinderschuhen. Ja, da ist noch nicht viel passiert. Da bieten wir aber auch sehr gerne an zu beraten und entsprechend mit umzusetzen. Ja. Mit den ersten Versorgern gehen wir da jetzt gerade die Schritte, auch um entsprechende Busse dann zu registrieren auf unserer Plattform etc. Aber also ne, ÖPNV ist da das Stichwort, aber eben auch natürlich Speditionsunternehmen oder wenn es um den Transport geht von Industrieunternehmen, ist das natürlich auch ein Thema. Und genau bei Biomethan ist es halt so, dass die Nachweisführung deutlich komplexer ist. Ja, da gibt es ein eigenes System, das aufgesetzt wurde vor Ewigkeiten mal. Aber da möchte ich jetzt nicht anfangen, darüber zu reden, weil das ist ein dunkles Kapitel meiner Geschichte, das ich nicht wieder aufmachen möchte.
Nein, Spaß beiseite. Okay. Ist aber auf jeden Fall auch sehr interessant. Ist aber ein eher Nischenmarkt, weil es da wirklich nur um Gülle und Abfallstoffe geht, die dem zugrunde liegen dürfen. Weil ansonsten ist es schwer, also diesen Biomethan, weil ansonsten ist es schwer, das zu vermarkten. Aber ich habe es jetzt richtig verstanden, dass wir hier nicht diese Pauschale pro Fahrzeug haben, ne, wie bei E-Mobilität. Also genau, wenn ich ein Wasserstofffahrzeug habe, kann nur die Tankstelle irgendwas geltend machen, aber das Wasserstoff, der Fahrzeugbetreiber nicht. Doch, genau. Also, das wird dann schon geltend gemacht, aber du musst eine wirklich Mengenverbrauch. Ah, okay. Ich muss es an der Menge. Das geht ja oftmals, bevor wir jetzt in dieses Thema weiter einsteigen, das ist ein bisschen, ja, weil das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Das ist da ein bisschen komplexer, das geht ja aber oft Hand in Hand, ja, dass das Verbrauch und Erzeugung dort zusammenhängen und eben entsprechende Infrastruktur ja gebaut wird. Ja, und da geht es eher darum, auch beim Biomethan, da wird der Kuchen geteilt. Ja, aber das dazu, also da können dann alle Beteiligten von profitieren. Okay, na gut, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage zu was Aktuellem. Also nochmal, wie hat sich vielleicht die THG-Quote oder das Geschäftsmodell rund um die THG-Quote jetzt mit der Energiepreiskrise, wir haben es ja mal schon mal vorhin kurz angesprochen, wie hat sich das jetzt verändert aktuell, was passiert da gerade? Ja, genau, aktuell ist das. Ist ein schön, dass du es nochmal aufgreifst. Wir sehen eben aktuell viel Unsicherheit im Markt, verständlicherweise. Ja. Es ist so ein bisschen wie am Strommarkt, dass die Endkunden eigentlich keine gescheiten Tarife mehr bekommen, die nicht irgendwie Minimum 45 Cent kosten und eigentlich auch nur in der Grundversorgung oder oftmals. Ist es so, dass gerade der Handel hat sich eigentlich sehr kräftig entwickelt, seit im Herbst verkündet wurde, dass das jetzt offiziell auch möglich sein wird, als Privatperson oder als Unternehmen an diesem Markt teilzunehmen. Ja, kontinuierliche Preissteigerungen, wir haben auch da Ausschläge gesehen, über 500 Euro pro Tonne. Ja, wie gesagt, nochmal zur Referenz, 600 Euro ist die Pönale, die Mineralkonzerne zahlen müssten. Und da ist eben das Spannende, dass eben dieser Trend gerade nicht angehalten hat, aufgrund eben der Verunsicherung am Markt, ja, weil eben dann geschaut wird, oh, wir haben halt eine ganz große Baustelle auf der anderen Seite, die eben heißt, wir haben einfach ein Riesenproblem bei der Energiebeschaffung generell. Das heißt, Quote kann ich ja auch über das ganze Jahr beschaffen, jetzt warte ich erstmal ab, beziehungsweise wenn ich was beschaffe, dann eben Erfüllung beispielsweise Q1 Folgejahr und nicht jetzt sofort. Das heißt, es nimmt so ein bisschen gerade die Dynamik raus, aber hören da auch schon von Brokern, mit denen wir sprechen, von Händlern, von Mineralölkonzernen, solange es keine russischen Entitäten sind, mit denen man da spricht, ja, weil das ist gerade natürlich compliance-mäßig nicht möglich, mit denen zu handeln oder auch nicht gewollt, wird es auch für sicher bald wieder weitergehen und sich normalisieren. Aber aktuell ist es auf jeden Fall verlangsamt. Okay. Ja, interessant. Ja, wissen wir alle nicht, wie sich das weiterentwickelt. Also wie gesagt, auf jeden Fall müssen wir da in einem Jahr oder so nochmal drüber sprechen, ja. Spätestens wenn der Marktplatz fertig ist. Dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank. War sehr, sehr interessant. Und denke ich, ist ein sehr lohnenswertes Interview gewesen. Ja, das freut mich. Vielen Dank gleichfalls. Hat mich sehr gefreut und viel Erfolg weiterhin und dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.